رمضان مونة تفجيبون ده مونة تس رمضان است ده مونة تفجيبون ده جزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكته ذا إما مونة رمضان أص غينم قلوبن وننا هفنون أف الله سلون فاستت dem werden alle seine vergangenen Sünden vergeben. Somit haben wir zahlreiche Möglichkeiten, dass uns im Monat Ramadan unsere Sünden vergeben werden. Das ist der Monat der Reue. Und wenn du während dieses Monats nicht um Vergebung bittest, während die Shayatin gefesselt sind, wann willst du dann um Vergebung bitten? Wer auch immer um Allahs Willen fastet, dessen Sünden werden vergeben. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte auch, wer immer im Monat Ramadan aus reinem Glauben und in der Hoffnung auf Allahs Lohn betet, dem werden alle seine vergangenen Sünden vergeben. Und obendrein gibt uns Allah subhanahu wa ta'ala noch eine weitere Möglichkeit. Für den Fall, dass du in diesen zwei Ibadat nachlässig warst, so sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wer immer Laylatul Qadr aus reinem Glauben und einer Hoffnung auf Allahs Lohn im Gebet verbringt, dem werden alle seine Sünden vergeben werden. Wir haben eine Möglichkeit nach der anderen. Wenn du im Monat Ramadan nicht bereust, stell dir selbst die Frage, wann willst du dann bereuen? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Ramadan ist zu euch gekommen als eine Barmherzigkeit, mit der euch Allah subhanahu wa ta'ala umhüllt. In ihm steigt die Barmherzigkeit herab und die Sünden werden vergeben. Das Bittgebet-Dua wird darin erhört. In ihm sieht Allah eurem Wetteifern um Gutes zu und prahlt damit bei seinen Engeln. So zeigt euch bei Allah von eurer besten Seite, denn wahrlich der Kümmerliche ist derjenige, dem die Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen in diesem Monat verwehrt bleibt.